Wir stehen in der Ausstellung Hanne Darboven Korrespondenzen, die wir anlässlich einer wunderbaren Schenkung von 15 Werken bzw. Werkkomplexen aus der Sammlung von Susanne und Michael Liebelt aus Hamburg jetzt für die Nationalgalerie sichern konnten. Hanne Darboven hat in der Mitte der 60er Jahre begonnen, im Umfeld der entstehenden Minimal- und Konzeptart ihr ganz eigenständiges Werk zu entwickeln. Künstler wie Carl André, Soluit, Lawrence Wiener hat sie kennengelernt und stand dann auch nach ihrer Rückkehr nach Deutschland an ihren Heimatort Hamburg immer im engen Austausch mit diesen Künstlerkollegen. Und unsere Ausstellung zeigt also zum einen die Künstlerin Hanne Darboven, aber wir zeigen auch Werke dieser Künstlerkollegen, die sie seit den 60er und 70er Jahren kennengelernt hat, mit denen sie in engem Austausch stand, sodass wir Hanne Darboven in Korrespondenz zu diesen Künstlerkollegen vorstellen und korrespondieren mit den Künstlerkollegen. Denn ein weiterer wichtiger Schwerpunkt der Ausstellung sind Briefe, Postkarten, die sie mit ihren Künstlerfreunden, mit Galeristen und Kuratoren in den Jahren 1967 bis 1975 ausgetauscht hat. Das ist für uns der Raum so eine kleine Reminiszenz auch an so eine Ausstellungsgeschichte, weil es eine Kombination von Hanne Darboven und Richard Long, für uns so eine Hommage an die Documenta 5, 1972. Dort war diese Kombination schon mal zu sehen, im Kreis mit Arbeiten von Hanne Darboven. Und auf der Documenta 5 zum Beispiel hat der Museumsdirektor, Kunstkritiker Klaus Honneff diesen Raum eine Kathedrale genannt. Die Handschrift als eine ganz zentrale Botschaft, mit der sie auch ans Publikum herantritt, erzeugt eine Nähe. Und ich glaube, dass man spürt, dass das eben ein sehr individueller, persönlicher Zugang ist, mit dem man dann als Person auch korrespondieren kann und anfängt darüber nachzudenken, was ist mein persönlicher Zugang zu Zeit, zu Geschichte, wie kommuniziere ich darüber. Und da wird einem dann die Künstlerin Hanne Darboven auch sehr nah.